Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute, nach langer Zeit, ich glaube, das ist die erste Spieltagsprognose in dieser Saison. Und zwar werden wir heute die Spiele des 17. Bundesliga-Spieltags orakeln. Ich werde es Freitag so gegen 19 Uhr hochladen, da das Spiel, was am Freitagabend ist, Dortmund gegen Gladbach, auch noch anderthalb Stunden vorher orakelt werden kann von mir. Und ich nehme das Video sowieso am Donnerstag auf, aber ich habe es vielleicht schon gesagt oder ich weiß es noch nicht. Ich glaube, am Sonntag kommt das Matchtext Action Unboxing Deutsch. Deswegen checkt gerne am Sonntag das Video ab, kommt auch um 19 Uhr online. Und zwar haben wir hier noch drei Matchtext Action Booster, die habe ich mir aufbewahrt auf meinem Display. Mit denen werden wir dieses Ding orakeln. Es gibt insgesamt 33 Karten in diesen Boostern. Jede Karte zählt einen Punkt, ob Kapitänkarte, ob Matchwinner-Karte, ob Club 100-Karte. Jede Karte zählt einen Punkt, außer Clubkarten, aber die sind sowieso nur von der zweiten Liga drin. Und deswegen dachte ich mir, Tore sind von der zweiten Liga sowieso dann raus. Deswegen würde ich sagen, wir fangen erstmal mit dem ersten Booster an. Und dann werde ich sagen, jedes Mannschaft zählt ein Tor. Ich sage nochmal kurz die Partien, die heute spielen. Dortmund Gladbach am Freitag um 20.30 Uhr am 21. Dann am 22. um 15.30 Uhr Leverkusen Hertha, Leipzig Bremen, Schalke Stuttgart, Hannover Düsseldorf und Nürnberg Freiburg. Am Samstag den 22. um 18.30 Uhr Frankfurt München und am 23. 15.30 Uhr Augsburg Wolfsburg um 18 Uhr dann Hoffenheim gegen Mainz. So, das sind die Partien. In der Rückrunde soll es ja, glaube ich, drei Montagsspieler geben. An diesem Spieltag gibt es keinen, weil dann Heiligabend wäre. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den ersten Karten an. Aaron Hunt ist von Hamburg, also kein Tor. Kulowitz auch kein Tor. Aber die Düsseldorfer auf Platz 15 momentan würden sich mit dem Tor vielleicht sogar auf Platz 12 vorschießen gegen Hannover 96, die Punkte auch so brauchen. Dann haben wir Martin Harnik. Joa, könnte noch in die Europa League Plätze rutschen, Bremen von Platz 9 auf Platz 6. Timo Werner als Torjäger gegen die Bremen im Einsatz. Sagen wird Bremen einen Punkt holen, das würde nichts bringen. Und die Leipziger würden mit einem Punkt auch einfach auf ihrem vierten Platz bleiben. Dann haben wir von Kiel David Kinzombi, bringt nichts, ist Kieler, also zweite Liga. Edgar Pripp, Hannover, 1-1 gegen Düsseldorf. Hannover könnte nur mit einem Sieg noch aus der direkten Abstiegszone raus. Stuttgart will aber auch nicht in der direkten Abstiegszone über Weihnachten bleiben und schießt sich mit dem Tor fast bis auf Platz 13 vor. Die schießen sich sogar auf Platz 13 vor. Durch Holger Badstuber gegen Schalke, bei denen läuft sie auch nicht, somit überholen sie sogar Schalke, Augsburg und Düsseldorf. Dann haben wir Sebastian Rudi von Schalke, kontert sozusagen sofort. Sozusagen wird Stuttgart dann 15 Punkte haben und Schalke wird auf Platz 13 vor. Dann haben wir noch den Torwart von Hertha, übrigens auch Torhüter erzielen bei Mittore. Und zwar von Hertha BSC, würde der Dreier sein, würde auf Platz 5 vorrutschen, vielleicht sogar. Nee, wegen Tordifferenz denke ich, dass sie auf Platz 6 vorrutschen. Und dann haben wir noch den Lars Bender als Kapitän von Leverkusen. Ist auch das 1-1. Wir konnten in diesem ersten Booster 8 Karten werten und alles zählt zu Spielen zusammen. Das heißt, es steht nach, sagen wir, den ersten Tagen, ja, können wir ruhig zu 22 Minuten vielleicht sagen, steht es immer noch 9-mal unentschieden. Dann haben wir, wir fangen hier an am besten. Dann haben wir Hedlund, ist zweite Liga. Dann haben wir Ijak. Die schießen sich wieder nach vorne. Oder schießen sich zum ersten Mal nach vorne gegen Freiburg. So wichtig für die für die Nürnberger. Sie würden wieder auf Platz 16 vorrutschen, nachdem sie am letzten Spieltag auch gegen Gladbach 2-0 verloren haben und runtergerutscht sind. Dann haben wir, ja, Joel Co. Und zwar für Augsburg. Die schießen das 1-0 gegen den VfL. Dann haben wir Mammut der Hut im Abendspiel. Am Freitag, das sogar im TV übertragen wird, auf dem ZDF Live, Leute. Guckt alles euch das Spiel an. Und zwar Mammut, der Hut, Dortmund. Geil. Nein, eigentlich für Bayern-Fans ist das nicht geil, aber für Dortmund-Fans schon. Dann haben wir Kevin Volland.
2-1 gegen Hertha BSC. Na, wir Nazarov ist natürlich kein Bundesligaspieler. Da haben wir Robin Quaison, Torjäger, und hat auch beim letzten Spieltag zweimal getroffen und Spieler des Tages geworden. Heute trifft er schon wieder am laufenden Band gegen Hoffenheim auswärts. Dann haben wir den Frankfurter Sebastian Haller, trifft zum 1-0 zu Hause gegen Bayern. Bayern schon wieder dann mit 9 Punkten gegenüber Dortmund, wenn es so ausgehen würde, zurück. Dann haben wir Julien Thornton, die machen das 1-1 gegen Mainz. Dann haben wir eine Clubkarte, das heißt, das bringt keinen Punkt. Und auch das geile Trikot, was Broski, auch der Gamer Bros, auch als von Max Meyer drauf hat. Und wird damit Weltklasse. Schießt das 2-1 gegen die Stuttgarter, die wirklich Tore eigentlich brauchen. Gut, es steht nach irgendwie 66 oder 64 Minuten. Führt 1, 2, 3, 3 Mannschaften, 4, 5, 5 Mannschaften führen. Und es steht sonst eigentlich 4-mal unentschieden. Bayern, Wolfsburg, Freiburg und Gladbach haben noch kein Tor erzielt. Dann fangen wir diesmal so an. Hannover mit dem Doppelpack. Was geht hier denn ab? Wimmer und Anton, beides Hannover Powerkarten. Würden wir mit Powerkartenregel machen, würden die ja richtig rasieren. Führen auf einmal 3-1 gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Und das ist unwahrscheinlich, dass hier zwei Fortuna-Karten drin sind. Dann haben wir den Bayern-Spieler Goretzko. 1-1 gegen Frankfurt. Und da trifft auch Gladbach durch Torgasat gegen Dortmund zum 1-1. Freiburg und Wolfsburg. Oh, Freiburg auch. Terrazino. Was geht hier denn ab? 1-1. Dann haben wir Jones. Aber Düsseldorf kommt nochmal ran mit Benito Raman. 3-2 für Hannover. Hertha mit dem 2-2 gegen Leverkusen durch Pascal Köpke. Dann haben wir die Düsseldorfer mit Jean Zimmer. Was? 3-3. Leute, 3-3. Für Düsseldorf. Wolfsburg schießt sein erstes Tor gegen Augsburg. 1-1. Roselion. Boom. Und die letzte Karte ist eine zweite Karte. Marco Caligiuri. Und noch eine Karte. Somit haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten, die nicht gezählt haben. Sozusagen 25 Tore sind hier heute gefallen. In der zweiten, in der ersten Liga. Leute, was geht ab? Und zwar trennen sich Dortmund und Gladbach 1-1. Ebenso trennen sich unentschieden die Hoffenheim. Was für die Hoffenheimer? Die Leverkusener und die Herthaner mit einem 2-2. Genauso trennen sich auch 1-1 Leipzig und Bremen. Der erste Gewinner heute am Tag ist Schalke 04 mit einem 2-1 gegen Stuttgart. 3-3, ein spektakuläres 3-3. In den letzten 23 Minuten sind 4 Tore gefallen, Leute. Zwischen Hannover und Düsseldorf. Düsseldorf kann gewinnen und will auch die Punkte sich holen. Auch unentschieden bei Nürnberg gegen Freiburg. Bayern gegen Frankfurt oder Frankfurt gegen Bayern auch 1-1. Ebenso wie Augsburg gegen Wolfsburg und die TSG Hoffenheim gegen Mainz. Nur das Spiel Schalke gegen Stuttgart geht für Schalke aus. Sonst holen alle Mannschaften in der Liga einen Punkt. Das bringt eigentlich keiner Mannschaft irgendwas. Außer vielleicht Stuttgart. Die werden auch nicht überholt. Also alle bleiben so eigentlich in der Liga fast so wie sie sind. Da kann man nichts machen, Leute. Es steht am Ende 8-mal unentschieden und 1-mal ein Heimsieg da. Und das Spiel Hannover gegen Düsseldorf, das war das heftigste Spiel, was es gibt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß bei der Bundesliga. Bis zum nächsten Mal. Denkt Sonntag an das Video. Liked, abonnieren. Leute, wenn wir bis Ende des Jahres noch die 1450 Abonnenten knacken, das sind noch 7 Abonnenten, auf die arbeite ich so lange hin, dann kommt noch ein 5-Stunden-Livestream, Leute. Macht das. FIFA mit Gewinnspiel. 5-Stunden-Livestream. Leute, bis zum nächsten Mal. Schaffen wir 10 Likes und schaffen wir 450 Abonnenten. Immer mein Ziel, Leute. Bis zum nächsten Mal. Boom. Ham. Ich bin raus.